Hallo, herzlich willkommen. Und zwar geht es heute um die Meditation, dein Energiefeld spüren. Könntest du es auch Aura nennen oder Seele nennen oder Bewusstsein nennen, unsere Lebensenergie, unser Energiefeld von Menschen. Und das können wir zum einen ohne Meditation wahrnehmen in unserem Pulsschlag, Herzschlag, ist ein Zeichen für unsere Lebensenergie. Aber wir können auch diese Energieform wahrnehmen. Und zwar, man kann es erfahren, so in dem Bereich der Porenatmung, so möchte ich es nennen. Weil unser ganzer Körper ist mit Haut überzogen. Und wenn du dir diese Haut näher anschaust, dann siehst du diese Poren. Und umso feiner und weiter du reingehst und dir das anschaust, siehst du diese Poren und so weiter, dass dieser ganze Körpermechanismus, wo wir haben, atmet. Die Menschen haben es lange vergessen. Die Atmung. Die meisten atmen sowieso falsch und konzentrieren sich dann entweder über die Nase oder nur über den Mund, obwohl die Nasenatmung noch zu empfehlen ist, als wie die Mundatmung, weil einfach die Nase viel mehr rausfiltert und weiter auch noch sehr viele Geheimnisse mit sich bringt, weil die Nasenatmung unser Gehirn mit Sauerstoff versorgt und sich da einiges in Bewegung setzt. Und heute wollen wir uns hinsetzen. Wenn du ein bisschen geübt bist in der Meditation, entspanne dich, mach deinen Einstieg. Ich mache es immer über, habe es auch vorher schon gemacht. Je nachdem, jede Tagesverfassung ist ein bisschen anders. Aber zwischen 10 und 20 Minuten Einstieg müsste dich reinbringen in dieses Feld. Über die Chakren kannst du stufenweise hineingehen, nach oben und zurück ins Herzchakra. Weil durch unser Herzchakra und Verbindung zur Wurzel, dem Wurzelchakra und zum obersten Chakra, das sind die drei Chakren, schaffen die Verbindung zu unserem Feld. Und wenn du in der Stille bist, dafür gehe ich jetzt in die Stille. Und konzentriere mich auf mein drittes Auge, auf dieses Licht, dieses innere Licht. Und lass mich fallen, in diese Unendlichkeit, in diesen Raum. Gedanken weg, Körper. Und schon kannst du, wenn du einfühlsam bist, dich herum diese Energie spüren. Wie es pulsiert, dieses Ein- und Ausatmen des ganzen astral- und physischen Leibes, wie es arbeitet, diese Energie. Und du kannst reingehen in den Raum, in den unendlichen Raum zwischen Ein- und Ausatmen. Der Träger ist dein inneres Licht.
In diesem Raum, wenn du bist, du kommst relativ schnell dann in den Zustand der Trance, des Seins, je nachdem, wie lang du es machst, wie tief du reingehst, machst du Erfahrungen, reines Bewusstsein, nur nicht hinlegen, denn dann kann es passieren, dass dein Bewusstsein wegpennt, sondern immer so schön langsam am Grat entlang wandern, dass du nicht wegknackst. Denn es kommen so Schübe körperlich und du kannst dann bewusst in so einen Schub hineingehen und du merkst, der Körper ist weg. Also jetzt aus meiner Erfahrung, es geht im Liegen oder im Sitzen. Nur im Liegen ist die Gefahr, eben wie beschrieben, dass du wegpennst. Im Sitzen weniger, weil dein Körper reagiert. Und ich mache es immer so, ich balanciere im Liegen oder auch im Sitzen meinen Körper aus, als ich so sitze, auspendeln, erstmal das Physische und dann im Innern hast du so eine Lichtsäule. Hier hast du das innere Licht im dritten Auge und hast diese Lichtsäule und du kannst dann deinen Körper ganz genau ausrichten. Du wirst es spüren, wann du genau ausgerichtet bist in dieser Säule, in dieser Energie, in diesem Fluss. Wenn du jetzt hier zum Beispiel holotropes Atmen in das Wurzelchakra hinein, steigert deine Energie und die Energie steigt hoch. Das ist diese Kundalini-Energie, steigt hoch bis zum obersten Chakra und ich sag mal, und schießt hinaus ins Universum wie ein Lichtstrahl und du machst eine Kundalini-Erfahrung. Und dann kommst du rein, sag ich mal, in den kosmischen Tanz der Shiva in allen Farben und machst deine persönliche Erfahrung für dich, die jeder hat von uns in diesem Bereich, wenn du sowas erlebst und du weißt, wenn du zurückkommst, dass du mehr bist als nur dieser physische Körper. Und es gibt ein paar Anzeichen für mich, aus meiner Erfahrung. Das erste war, wenn ich zurückkomme aus diesem Erlebnis, dass mein Körper, wenn ich ihn wahrnehme, hier sitzt oder liegt, wie erstarrt. Und in den ersten Augenblick kann ich mich nicht mal bewegen. Entweder ich gehe wieder rein, weil das angenehmer ist, diesen Seinszustand zurückzukehren, oder du bleibst hier, konzentrierst dich dann auf dieses Tagesbewusstsein und merkst, wie langsam diese Energie im Körper sich wieder verteilt und du kannst dich wieder bewegen. Du kannst auch in diesem Zustand verschiedene, sagen wir mal, geistig-mystische Erfahrungen machen. Manchmal ist es auch gut, wenn du einen Begleiter hast. Wenn du es noch nicht erlebt hast, denn es können auch Ängste auftreten. Du bewegst dich in andere Dimensionen und dergleichen. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn du einen Begleiter hast. Außer wenn du nicht furchtsam bist, dann kannst du auch alleine reingehen und mal sehen, was dich da erwartet. Okay,
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich freue mich über ein Feedback von dir. Bis zum nächsten. Danke und tschüss.